Ja Leute, auch Dragon Ball darf nicht zu kurz kommen. Mit diesen Worten grüße ich euch zurück bei Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Im letzten Part sind ja Cell und auch den restlichen Cyborgs, nein, eigentlich generell nur Cell begegnet. Und offenbar beginnt gerade hier ein neuer Kampf. Die Frage ist nur, ist der Kampf zwischen Piccolo und Cell oder treten jetzt wieder die Cyborgs vermehrt in Erscheinung? Wir wissen es noch nicht. Die Ladesequenz könnte ich eigentlich dazu nutzen, um euch noch etwas auszurichten, und zwar vielen, vielen herzlichen Dank für über 400 Abonnenten! Wieso wird das noch nicht? Hä? Oh nein, so ein Kampf. Oh, muss das sein? Also, ich habe jetzt ausgesehen, das Event aktiviert, das uns zu einem weiteren Dragon Ball führen wird. Ups. Sorry, Leute. Dauert nicht lange. Ja, was ich sagen wollte, vielen Dank noch für über 400 Abonnenten. Das ist für mich eine wahnsinnige Zahl. Ich hätte nie gedacht, dass das vor allem in so kurzer Zeit hinkriegen würde und der Dank gebührt ganz alleine euch. Das ist wirklich unglaublich. Also 400 Abonnenten. Pff, das ist wirklich nicht übel. Ja, man sieht schon, das erste Teil der richtig gehend aus. Der Pflanzmann hat überhaupt keine Chance, aber so soll es ja auch sein. Kilan funktioniert mittels elektrischen Impulsen. Ist ja einfach nichts Neues, war. Naja, wenn ihr schon bei den 400 Abonnenten sind, beziehungsweise über 400 Abonnenten, ups. Ah, kann ich schon abhauen. Hallo C16, ich möchte gerne weiterzählen. Gut, danke schön. Wow! Der war jetzt nicht übel, hey. Der hat echt ein Konto drauf, das wusste ich noch gar nicht. Not bad, not bad. Ja, was ich sagen wollte, wenn ihr schon bei den Abonnenten sind, kommen natürlich auch die Abonnenten-Specials wieder zum Zuge. Ich weiß noch das 100 Abonnenten Special und das 300 Abonnenten Special geplant. Das will ich beides an Weihnachten durchführen. Inklusive einem anderen Special und natürlich noch ein Neujahr Special, aber dazu dann noch ein Infovideo. Wieder zurück zu Dragon Ball. Sehr gut, ich habe genug Energie. Sehr schön. Maschineneinschlag. Kann der Pflanzmann kontern? Kann er den Schlag abwehren? Kann einfach nichts. Geist hoch und tschüss. Ich will mich abknallen, spinnst du? Ups. Oh, diese 50-50 Chance. Also, so betrachtet hasse ich dieses Kampfsystem. Das ist einfach unglaublich. Mann, hau endlich ab, Mensch. Ich will nichts mehr von dir wissen, du bist mir zuwider. Deines pinkes, violettes Alien-Baby, was weiß ich, Pflanzenmann-Verschnitt. Ungesundes Gemüse, eindeutig. Meine Daten haben mir gesagt, dass ich gewinne. Ja, okay. Zurück zur Weltkarte, ja gut. Nicht speichern. Aber den Dragon Ball sollte ich eigentlich trotzdem erhalten. Ja, natürlich immer die Ladevorgänge wieder. Die gehen einem auch mit der Zeit auf den Sack. Aber naja. Das kennt man ja von diesen Dragon Ball Fight Kämpfen. Spiel. Wie auch immer. Dort aber ganz schön lange, war. Okay, war das nur Just for Fun oder was? Das glaube ich jetzt aber nicht. Egal, fliegen wir weiter. Was zeigt das Scout an? Noch ein Battle. Was für eins? Bergland, das kann nicht meiner sein. Wir sind eigentlich auf der Suche nach Goku, wa? Wo ist denn der jetzt? Bei der Capsule Corporation oder bei Mutant Roshis Haus? Hä, was ist denn da los? Das ist doch die Wüste. Ja, das muss auch nicht sein. Sag mal, spinne ich jetzt gerade? Ich will ja nicht einfach nur blöd in der Gegend rumfliegen. Mann, wo ist denn das Kamehameha-Haus? Ja, dann ist man da, ganz toll. Haben wir eine Karte? Nö, natürlich nicht. Wieso auch? Cyborgs brauchen ja keine Karten. Hallo? Hier ist was anderes. Hey, ich finde die Hütte nicht. Das glaube ich jetzt einfach nicht mehr. Was ist das? Ja, das ist ein Kampf, Mann. Meine Güte. Wieso lassen die uns hier ohne Karte rumfliegen?
Suchen, suchen, ich suche ja schon. Bringt den Leuten nichts. Ja, das war der Kampf von vorhin. Beziehungsweise es müsste ein anderer Kampf sein, weil das Symbol ja gleich ist. Soll ich doch nochmal zurück in dieses Wüstengebiet da und da nachschauen, weil das Symbol sah ja da schon ein bisschen anders aus. Hast du eine Insel gesehen oder was? Nee. Also nur meine Einbildung. Na, immerhin, wa? Einbildung ist ja auch eine Bildung. Nun, jetzt sind wir schlechter. So, wo ist das jetzt? Hallo, hier war es doch irgendwo. Ja, da. Das soll also irgendetwas sein. Okay, versuchen wir es mal. Ödnis. Kampf beginnen, war schon wieder. Da bin ich jetzt mal gespannt. Was für ein Kampf soll das wohl sein? Nee, oder? Schon wieder so. Oh. Ich hab heute auch nur Pech. Komm, bring das schnell hinter uns, ich habe noch anderes zu tun. Schneller! Oh. Obwohl es eigentlich mit Schnelligkeit überhaupt nichts zu tun hat, es geht einfach nur darum, wie blöd die Tasten zu kloppen und zu hoffen, dass der Gegner nicht die gleiche Taste drückt. Ja, das ist eigentlich auch schon das ganze Geheimnis dieses Kampfsystems. Bisschen dämlich, oder? Naja. Zumindest ist es ja mal was Neues, oder? Also insofern recht innovativ. Ich hätte vielleicht auch etwas besser lösen können. Das heißt, vielleicht, man hätte es garantiert besser lösen können. Bei Legend Quest 1 und 2 ging es ja auch, also. Und dann schimpft sich so ein Spiel auch noch Ultimate Tenkaichi. Naja, wenn die Entwickler meinen. Gut, ja, es war ja so, dass der Name eigentlich von anderen Personen ausgesucht worden, sprich, die Fans können sich ja für gewisse Namen entscheiden und durften Vorschläge machen und wurde einfach Ultimate Tenkaichi genommen. Aber naja. And. Joho! Geist hoch! Und tschüss! Juhu! Ich weiß nicht, ich komme sogar noch dazu, meine Geist-Hochattacke einzusetzen. Einfach noch genug. Jo, voll aufgeladen. Und tschüss. Hallo, ich habe voll Energie, wieso kann ich... Leute, ich kann den Ultimate-Move nicht ausführen. Okay, und tschüss. Nehme ich halt den. Wieso zum Henker, hat das jetzt nicht geklappt? Kapiere ich nicht. Hä? Ich will mich verarschen! Aber nicht mit mir! Bäm! Voll in die Schnauze! Tja, du hast kein Ki, du hast keine Geistenergie. Jetzt kriegst du eins mit dem Knie! Und Ende! Mein Dad hat mir gezeigt, dass ich gewinne. Also müsste ich jetzt theoretisch zumindest für diesen Kampf einen Dragon Ball bekommen, oder? Komm schon, sag mir, dass meine Vermutung stimmt. Ja, was sagt nicht? Meine Vermutung war richtig. Natürlich nur ein sehr kleiner Trost, weil ich nicht das will, sondern ich will endlich. Im Prinzip Goku finden, aber wenn wir mal ehrlich sind, für die Kenner des Dragon Ball Z-Universums, wir wissen ja alle, denjenigen, den er finden wird, ist Piccolo. Geht noch ein weiterer Kampf, da kann ich mal im Arsch weisen. Kreuzweise im Arsch, egal, wie auch immer. Wo ist Muten Roshis Insel? Das kann doch wohl nicht sein, ey. Ja, sonst was? Oder soll ich einfach mal... Oh, da vorne! Da muss es sein. Na, endlich sind wir da, ey. Das schon, ich müsste den ganzen Park mit der Suche verschwenden. Kam ja aus, Kampf beginnen. Oh yeah. Dann möge der Kampf zwischen C17 und Super Namekiana, Piccolo, Gott, wie auch immer, endlich beginnen. Wir haben noch gut 5 Minuten, das dürfte, müsste. Es muss reichen.
前のように簡単にはいかんぞ。なぜ絶対に勝てない勝負をするのか理解に苦しむね。あれはピッコロじゃない。 Ganz genau, zu sehen, denn es ist Piccolo. Oh Gott, juhu! Eine viel stärkere Version von Piccolo gegen die C17. Vermutlich keine Chance hat, oder doch? Mal gucken! Bam! Ja! Oh, das hat wehgetan! Du Arsch! Oh. Nein, nein! Das darf nicht wahr sein! Sorry Piccolo, mein Fehler. Oh. Mann! Lass mal auf da oben. Puh! Das war knapp. Jo! Siehst du, das kann ich auch. So geht das, siehst du? Ich liebe dieses Geräusch. Psiu, psiu. Und tschüss, geh in den Boden, friss Staub.人造人間でもないのに素晴らしいパワーだ。確かにピッコロ大魔王ではないらしいな。もっともお前の正体などに興味はない。孫悟空の居場所を知りたいだけだ。喋るわけがなかろう。では戦いの続きをするか。今度は本気でやらせてもらうぞ。Okay Leute, es geht in die heiße Phase. Komm her zu sitzen. Oh. Okay, die Kombo war nicht übel. Uff, voll in den Rücken. Ja. Bam! Was? Nicht jetzt nur! Wie zum Henker bin ich halt bitte dahinter gekommen? Abgewehrt! Ich hab trotzdem so viel Schaden gekriegt, ey. Ist ja übel. Explosive Dämonenwellen! Das kriegst du gleich wieder! Und was macht er? Na klar, das war ein Volltreffen, der kriegt weniger Schaden ab als ich, obwohl ich abgeblockt habe. Das soll man leider verstehen, ey. Nahkampf! Hä? Oh, ist das fies, ey! Oh oh, Cell ist da! Muss das denn sein? Okay, jetzt kämpfen wir als C17. Wieso zum Teufel? Oh. Na klar, das glaube ich zählig. ふざけるのもいい加減にしろ。誰が貴様なんぞに吸収されるものか。お前の意志などどうでもいい。吸収されることはもう決まっているのだ。逃げるのが17号。そいつを完全体にしてはならない。 やれやれ。やっとまともにお話をしたと思ったら、この俺に逃げろだと。バカにするな。 Ganz genau, C17. Jetzt zeigen wir sie ihm. No. Ups. Oh. Voll in den Magen. Und halt nochmal. Bang. Woohoo. Okay, noch ein bisschen mehr Energie als ich. Und den Fehler kommt hier ja gleich wieder. Immer schön auf die Schnauze. Da hat er es am liebsten.
Energiefeld, Spannungsfeld, was auch immer. Kannst du mich mal in Ruhe lassen, hey? Dämliche Hexe. Bam. Komm her, komm her. Wow, jetzt zeig ich's dir, Menschenskind. Der Kampfbooster macht aus mir ein übermächtiges Wesen. Gegen das hast du, dämliches Insekt, überhaupt keine Chance. Dämlicher Zellenfresser, hey. Hau endlich mal ab, Mensch. Aber ist egal, ich hab genug Geistenergie für meine Superattacken. Bam. Ausgewichen. Bam. Voll in die Schnauze. Und das von hinten. Falschen Augenblick, ich wollte gerade zuschlagen. Das ist ein ziemlich kurzer Kampf, hatte ich das Gefühl. Oh! Mann, Piccolo, was soll das? Wieso mischst du dich jetzt ein? Ich war gerade so schön dabei mit C17, das alles zu rocken. Aber egal. Dann wird halt Piccolo auch noch einen Spaß haben. Ganz in der Trübel, wa? Yeah. Nimm das! Dämonenwelle! Una kann nichts machen, er ist hilflos ausgeliefert! 11.780! Geist hoch! Sehr schön, dann laden wir ein bisschen Energie, was wir sehen uns. Was ist das für eine Attacke? Oh oh. Ich kann nichts machen! Ja gut, kann ich sowieso nicht. Von der Move, alter Falter. Nee, nicht jetzt! Das müssen Schmerzen sein, hey, alter Falter. Okay, sie sind jetzt regeneriert, der ist wieder voller. Mann, das ist mal in Ruhe, ey. Lass mich hier auf! Mich, okay. Bäm! Ja, 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 ja! Ist so selten, ich bin der übermächtigere von uns. Ich bin nicht zuschlagen mit meiner dämlichen Frisur, aber immerhin habe ich im Gegensatz zu dir doch Haare! Beziehungsweise überhaupt Haare. Wow! Cell kann es nicht fassen, er wird nach allen Regeln der Kunst platt gemacht. Und tschüss! Hier bin ich! Oh, kein Kampfmuster mehr. Das ist nicht gut! Oh, jetzt fliegt aber los, ey! Jetzt bin ich ihm hilflos ausgeliefert. Ups! Alter, ist er plötzlich schnell! Oh, natürlich! Immer schön ins Face, wo es am meisten weh tut! Na gut, er ist ein Cyborg, der tut ihm vermutlich nicht mehr so schnell was weh. Mann! Ja! Mann! Ich hab's kapiert! Alles klar! Und tschüss! Es bleibt spannend, Leute! Kommt jetzt der Move oder mischt sich jetzt C16 ein? Oh yeah! Das ist unglaublich, Freunde. C16 scheint so stark wie Cell zu sein. Das bedeutet, er ist stärker als Piccolo oder C17. Nicht übel, wa? Wow, war das ein Schlag, ey. Dann halt, der letzte Angriff. Wuhu! Ja, schon eine sehr gute Idee, Freunde, nach den, wie hieß der Attacke schon wieder? Die Höllengranate, genau, von C16. Die hat er im Anime auch eingesetzt. Passt doch perfekt hier.
Aber er ist noch eine Geisenergie. Kann ich überhaupt... Was, noch so viel? Ja, vielleicht habe ich einfach die Geisenergie von C17 und Piccolo übernommen. Ganz toll. Komm her! Was jetzt? Oh Mensch, du nervst! Ja, ist gut, ich hab's kapiert! Oh, Leute, es geht alles schief! Ein Kampfbooster, ich hab bald kein Ki mehr! Das ist nicht gut! Ah, ich bin am Arsch! Ich bin sowas von am Arsch! Jetzt hat er natürlich Geist hoch! Oh Mann, ey. Ja, nimm das, Mensch! Oh nein! Das darf nicht wahr sein. Sie ist erst nimm. Was? Schon zu spät. Mann! Ja, C17 abgesaugt. Aufgesaugt. Es ist vorbei. Oh! Jo! Scheiße! Okay, es wird spannender. Das bei. Ups. Nein! Was eigentlich vollkommen unlogisch ist, da Zelda sowieso nur organisches Material absorbieren kann und C16 ist rein und rein mechanisch. Die Leute werden hier sterben. Hier nochmal Geist hoch natürlich. Ich brauche mehr Ki. Scheiße. Du hast eine Chance gewollt, mein jetzt Kind. Sag ich so mir eins auf die Fresse, dass dir Hirn und Sinn vergeht. Denn ich bin C16. Ein ruhiger, fröhlicher Cyborg, der nichts weiteres liebt, als seine Vögel, als die Vögel auf seiner Schulter zu spüren. Aber dann kann ich abgehen. Riesenkabum. Kann ich ablocken? Nö. Es ist mein Ende, Freunde. Oh, ne, ich lebe noch. Natürlich nicht gerade nur Tension Hanna ein. Dreifache Kiko-Kanone. Irgendwie vermehrt nur Zuschauer oder was? Es ist vorbei! Ist der wieder mal übel drauf, ey. Und da kommt Goku! Wow, war das cool oder was? Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von diesem Part. Also, ciao zusammen!